Es war ein herzlicher Empfang im Brucker Kulturhaus zu einer Feier jenseits aller Klischees. Denn wer sonst, wenn nicht PV Media, feiert seinen 22. Geburtstag. Und jenseits aller Klischees steht auch das Unternehmen von Doris und Wolfgang Pust, die es geschafft haben, von der Obersteiermark aus Aufträge auf der ganzen Welt an Land zu ziehen. Und angefangen hat alles im eigenen Wohnzimmer. Damals war einfach die Idee, wir machen Fernsehen, Couch und alles aus dem Wohnzimmer raus, Schnittprogramm, Sprecherkabine, alles rein ins Wohnzimmer, ja, und es wurde gearbeitet. Und wie gearbeitet wurde. Und dabei sind die beiden auch nie müde geworden, immer wieder Neues zu probieren und in den 22 Jahren auch immer wieder neue Wege zu beschreiten. Wir haben immer wieder Piloten versucht, einige sind gestrandet, aber es war immer wieder lustig zu experimentieren und das eine oder andere ist doch als Innovation dann hängen geblieben und weitergegangen. Und ich glaube, das ist das, was PV auch heute noch ausmacht. Geht es nach dem bekannten Trend und Zukunftsforscher Matthias Hawks, dann dürften Doris und Wolfgang Pust so einiges richtig gemacht haben. Wenn Sie ein kreatives Unternehmen sind, dann füllen Sie Nischen, die sich auftun, die Sie aber eigentlich auch erst schaffen. Ja, also Sie haben ja quasi mit diesem Medienunternehmen hier etwas Einmaliges erzeugt. Ja. Sie haben ja nicht gesagt, ich mache noch einen Bäcker oder noch einen Fleischhauer, sondern Sie haben quasi ein Unikat geschaffen, was es in dieser Form nur gibt. Das ist quasi wie eine große Blüte in einem Garten. Bei dieser Entwicklung waren so manche Gäste an diesem Abend von Anfang an dabei. Vor 23 Jahren, wie wir die ersten Gespräche geführt haben, war es ja wirklich einmal absehbar, das wird ein Erfolg. Wir haben alle in der Region daran geglaubt und heute ist tatsächlich so ein Erfolg schon seit Jahren und man kann nur gratulieren dazu. Wir sind froh, dass das Team da ist. Doris Pust, Wolfgang Pust, die schon 22 Jahre lang in der Medienbranche tätig sind. In dieser kurzlebigen Branche, begonnen in der Paulerhof-Siedlung über New York und San Francisco, Deutschland, immer wieder zurückgekommen sind, hier geblieben sind und jetzt 7 Jahre Highway TV. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein Geburtstagsgeschenk überreichen durfte. Ja, vor genau 7 Jahren hat PV Media auch den Schritt ins Regionalfernsehen gewagt. Und da der Name Highway ja schon bei den Stadtwerken Kapfenberg in Gebrauch war, galt es da erst einmal nachzufragen. Wir sagen nur, warum nicht? Und das kann ja nur eine gegenseitige Befruchtung sein. Es war auch, und wir arbeiten natürlich, seit dieses Baby gehen gelernt hat und es erwachsen geworden ist, arbeiten wir zusammen. Und ich gratuliere wirklich dem ganzen Team recht herzlich. Es ist eine super Sache. Bei so vielen Glückwünschen an diesem Abend, was wünscht sich da eigentlich Doris Pust für ihre Firma? Dass alles so weitergeht, wie es die vergangenen 22 Jahre gegangen ist. Dazu gehören die Höhen, aber auch die Tiefen, denn während der Krisen ist die Zeit, wo man sich am meisten weiterentwickelt. In diesem Sinne, Happy Birthday!